Herzlich willkommen zu unserem zweiten Video zum Thema Schmetterlingsbuntbarsche. Hier für den Anfang nochmal schon ausgewachsene Nachtzuchttiere von uns. Zwei Männchen, die sich da gerade so ein bisschen beäugen und sich Gedanken machen, wer der wohl stärkere ist. Im Hintergrund sieht man schon wieder ein Pärchen mit Kleinen. Aber heute soll es nicht wie beim ersten Video um die Geschehnisse im Gesellschaftsbecken oder bei der Haltung gehen, sondern diesmal wirklich eine gezielte Zucht. Der Plan ist halt über die Zeit entstanden. Im ersten Video habe ich da so ein bisschen was zu erklärt, zu der Entstehung der Idee. Und ja, jetzt im zweiten Video geht es wirklich um die gezielte Zucht. Das heißt, ich habe mich hingesetzt und überlegt, habe ich Becken, habe ich Platz, habe ich vor allem auch Zeit, mich um eine vernünftige Aufzucht zu kümmern. Das habe ich alles für mich mit Ja beantwortet und losgelegt. Hier, das sind die letzten Bilder noch vom ersten Video. Da sieht man die zwei Zuchtpaare. Habe ich schon im ersten Video erklärt, warum zwei. Ich wollte eigentlich mit einem meiner schönen Männchen einen Zuchtversuch starten mit einem zugekauften, entsprechend auch großen, schönen Weibchen. Aber die einzigen Tiere, die ich in dieser Klasse gefunden habe, wurden nur paarweise verkauft. Ja, und dann habe ich kurz entschlossen eben ein Paar gekauft. Die habe ich hier in dieses Becken gesetzt. Das hat die Maße 90 breit, 60 tief, bei einer 50er Höhe. Also absolut groß genug. Für eine geplante Zucht sogar fast zu groß. Aber das war dann in dem Sinne auch genau der Plan. Ich habe, wie man hier sieht, eine Filtermatte in die Mitte gesetzt und die Tiere getrennt. Ich habe also dann das gekaufte Weibchen nach links gesetzt, das gekaufte Männchen nach rechts und dann habe ich mich vor mein großes Becken gesetzt und in Ruhe Tiere aus meinem Nachzuchtbestand rausgesucht. Dabei ist links das Männchen ins Netz gegangen. Der ist da gerade noch ein bisschen blass, weil er gerade eingesetzt worden ist, aber der gefiel mir sehr gut und rechts entsprechend ein Weibchen aus meinem Zuchtstamm. Ja, die Filterung habe ich so gemacht, dass in beiden Seiten der Matte gefiltert wird. Hat alles wunderbar funktioniert und los ging's. Also das Einsetzen war quasi Tag 1 des Zuchtprojekts. Es läuft immer mal hier im Video so eine Zeittafel durch, damit man sich das vorstellen kann. Zuerst nochmal zu den Wasserwerten. Ich habe relativ warmes Wasser, weil für mich irgendwie immer schon klar war, Schmetterlingsbuntbarsche sind so die typischen Beifische zu Diskus, die haben es gerne warm. Ich hatte immer im Hinterkopf, die brauchen es auch warm. Und da die sich im Gesellschaftsbecken mit den Diskus auch regelmäßig gut vermehrt haben, wie ihr im ersten Video ja schon sehen konntet, habe ich das auch im Zuchtbecken so gemacht. Beim Wasser einfach unser Leitungswasser, das ist halt ein Traumwasser für Südamerika. In der Leitfähigkeit um die 170 Mikrosiemens und einer KH von 1 bis maximal 2. Ja, und dadurch hat man im Becken ideale Werte, denke ich, für südamerikanische Fische. Die KH geht relativ schnell auf 1 runter und der pH-Wert turnt um die 6 rum. Ich habe das nie gemessen. Ich weiß einfach, dass das bei unserem Leitungswasser sich so verhält. Ich habe ein bisschen Mineralien und Kalksteine mit im System gehabt, damit der KH-Wert gepuffert ist und der pH-Wert nicht abschmiert. Aber das hat alles geklappt. Ansonsten habe ich mich mit dem Wasser nahezu gar nicht beschäftigt, sondern einfach geguckt, was machen die Fische. Und wie man hier sieht, die haben genau das gemacht, was der Plan war. Das ist jetzt hier wieder links, also das gekaufte Weibchen mit meinem Männchen. Die waren relativ schnell miteinander beschäftigt. Somit sind wir jetzt bei Tag 3. Und wenn man genau hinguckt, sieht man das erste Gelege unter dem Männchen auf dem Blatt. Nebenan wird noch fleißig geputzt. Aber auch da stehen die Zeichen auf Eier.
und Nachwuchs. Noch schnell ablenkbar hier, aber bei dem Weibchen sieht man schon die Legeröhre, die guckt weit raus. Also auch hier im rechten Abteil dauert es nicht mehr lange. Zumindest das Weibchen von mir war schon absolut in Stimmung. Das Männchen musste anscheinend noch ein bisschen überredet werden. Aber auch das sah gut aus. So, jetzt sind wir bei Tag 9 des Zuchtprojekts. Also sprich, die Tiere sind seit 9 Tagen zusammen in dem Becken. Und wie man sieht hier, das ist wieder das rechte Abteil, ist aus dem Putzen tatsächlich auch ein Gelege geworden mit Jungfischen, die hier schon frei schwimmen. Das Weibchen steht hier, kümmert sich. Ne, war das Männchen. Aber wie man hier sieht, ist so ein bisschen Unfrieden bei den beiden. Irgendwie, trotz der Kleinen, war hier immer Stress. Das habe ich auch immer gut beobachtet. Im Notfall hätte ich das auch abgebrochen. Es hielt sich immer im Rahmen. Das Männchen war eher hier der Unfriedenstifter. Woran auch immer das gelegen haben mag. Ja, und links. Da sind halt auch kleine, weil die haben ja schon früher angefangen. Allerdings, wie man hier sieht, schon nicht mehr so richtig viele. Die sind auch so ein bisschen verteilt und irgendwie scheinen die Eltern auch gar nicht so interessiert zu sein. Und naja, ich habe halt bei beiden Paaren gedacht, lasse erstmal üben. Es muss ja nicht direkt der erste Durchgang was werden. Und habe mir ja nicht so Gedanken drum gemacht. Hat mir auch gesehen an der Häufigkeit der Videos. Jetzt waren schon ein paar Tage dazwischen. Aber an sich war ich zufrieden. Die Tiere haben das gemacht, was der Plan war. Eier legen, Junge schlüpfen lassen und auch die bewachen. Wie gesagt, rechts eher ein bisschen Stress in der Bude. Trotzdem, die Jungtiere sehen gut aus. Links, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt die Jungtiere irgendwie verteilt, nicht mehr so richtig viele. Hab das nicht ganz beobachtet, wann da plötzlich der Punkt war, dass aus dem dichten Jungfischschwarm so eine lose Fischsammlung wurde. Hier rechts schwimmen sie noch schön beisammen. Aber wie gesagt, rechts ist der Stress bei den Elterntieren. Irgendwie sind die nicht so richtig glücklich gewesen zusammen. Ich habe das, wie gesagt, im Auge behalten. Hier war es relativ extrem, dass das Männchen das Weibchen gejagt hat. Aber die hat zwischenzeitlich auch zurückgeschlagen oder sich das nicht gefallen lassen. Ja, und so war der Stand der Dinge zu diesem Zeitpunkt nach einer guten Woche. Sich fragt, warum das Becken, das sieht jetzt nicht total super sauber aus. Hier sind so ein bisschen schmierige Algen an der Scheibe unten. An dem Holz waren noch so Bakterien. Ja, Flächen, dieses weiße, schleimige Zeug. Das habe ich aber absichtlich drin gelassen, weil das ist ideales Futter für so Jungfische. Wenn die hier suchen und ich aber noch keine Artemia zufüttere, dann können die da abweiden. So, und wie ihr gesehen habt, steht jetzt Zuchtprojekt Tag 11 und Aufzucht Tag 1. Und das hat einen Grund, das erklärt sich in den nächsten Tagen. Links habe ich festgestellt, dass die Eltern selber irgendwie nicht damit zufrieden waren, dass da so viele kleine waren und haben währenddessen schon wieder neu geleicht. Da ganz unten links zappelt's. Auf dem Boden die nächste Ladung, Jungtiere, während die anderen noch da rumschwimmen. Wieder 2 Tage später. Rechts, weiß ich jetzt gar nicht,
glaube ich, keine Jungfische, nur Dreck. Ich weiß nicht, ob ich vorher Wasser gewechselt habe oder ob das Artemia ist oder kann ich ehrlich nicht sagen. Aber rechts, beide Tiere sehen gut aus. Also weder das Weibchen noch das Männchen sind gerupft, aber Jungtiere sehe ich halt nicht. Und links schwimmen die vereinzelten Tiere aus dem ersten Gelege rum und hier unten sieht man halt wunderbar, dass es zappelt. Also während die sich so halbgar um das erste Gelege gekümmert haben, sieht man hier schon wieder die zweiten. Man sieht auch den Größenunterschied zwischen dem, was auf dem Boden liegt und zappelt, und den vom ersten Gelege. Die sind deutlich größer, schwimmen ja auch schon rum. Ja, die Eltern haben die kleinen, also die großen Kleinen geduldet, aber sich hauptsächlich um die neuen Kleinen gekümmert. Rechts. Rechts lief es nicht so richtig gut. Aber jetzt sieht man auch, dass das, was da rumschwimmt, hauptsächlich kleine Artemia sind. Es bewegt sich so ganz leicht. Also sobald die Kleinen halt frei schwimmen, fütter ich immer so ein bisschen Artemia zu, damit die von Anfang an gut wachsen können. Ja, im Grunde gibt es dazu erstmal gar nichts zu erzählen, wie man sieht. Die Eltern sind hier, die haben natürlich nicht viel zu tun, was ja, Verteidigung betrifft, weil einfach keine anderen Fische mit im Becken sind. Im großen Becken hat man mal gesehen, dass sie durchgehend Stress hatten mit der Verteidigung. Hier halt nicht. Rechts ist irgendwie immer noch Unfrieden. Aber halt auch nicht so richtig. Also das war immer schwer einzuschätzen. Ich habe es, wie gesagt, im Auge behalten, damit da kein Tier Schaden nimmt. Das Männchen hat schon ordentlich gestänkert, aber sie hat sich das nicht gefallen lassen soweit. Jetzt sind wir auch bei Tag 4. Rechts. Ja, so richtig zufrieden war ich nicht. Und links. Ist jetzt auch die zweite Brut freigeschwommen. Wie man sieht, auch relativ viele. Mehr als beim ersten Mal und auch mehr als was rechts rumgeschwommen ist. Jetzt am Anfang konnte man noch erkennen, dass da einige von den größeren dazwischen sind. Das war irgendwann nicht mehr gut zu erkennen. Wie man hier sieht, ich habe auch ordentlich gefüttert. Auch die Eltern schnappen mal nach den Artemia. Sieht alles ein bisschen dreckig aus. Auch aufgrund der verschmierten Algen und dem ganzen Kram. Aber ja, davon leben die Kleinen. Und da das ja nun wirklich eine gezielte Zucht, Aufzucht war, wollte ich auch, dass die Kleinen durchgehend gut im Futter stehen. Damit die vernünftig wachsen und nicht am Anfang schon irgendwelche Defizite haben und am Ende, ja, einfach nicht schön gesund groß werden. Man muss halt die Wasserwerte im Auge behalten, dass man es nicht übertreibt mit dem Futter und dem Dreck. Durch Wasserwechsel oder einfach eine gute Filterung oder in diesem Fall ja auch relativ viel Wasservolumen für so ein paar kleine Fische. Es hat auf jeden Fall gut geklappt. Die Kleinen haben immer wieder gefressen. Wir sind jetzt schon bei Tag 5 der Aufzucht. Ja, rechts eiert man so vor sich hin. Und links. Ja, läuft's. Beide Eltern kümmern sich gut.
Hier ist der Jungfischschwarm so ein bisschen aufgeteilt, gerade zwischen Vater und Mutter. Die haben eigentlich nicht viel zu tun. Das ist vielleicht auch gar nicht so ideal für die, ja, gemeinsame Brutpflege, weil sie halt einfach nichts zu tun haben. Da sind keine Fressfeinde, die sie verjagen müssen. Aber bis dato hat es gut geklappt. Ja, Tag 6. Jetzt sieht man schon ein ordentliches Wachstum. Und rechts. Ja. Man ist sich relativ einig gerade zu dem Zeitpunkt. Und auch wieder deutlich mehr Farbe. Bei dem Weibchen sieht man auch gerade wieder, dass die Laichröhre so ein bisschen rausguckt. Also anscheinend ist da auch noch was zu erwarten gewesen. Ich habe das noch eine Weile laufen lassen. Weil ich dachte, selbst wenn die jetzt nochmal laichen, die Links sind nicht so viel größer, als dass das jetzt bei der Aufzucht ein Problem sein sollte. Wäre da jetzt zu viel zeitlicher Unterschied dabei gewesen, dann hätte ich nachher eine Zwei-Becken-Aufzucht machen müssen. Da hatte ich dann schon keine Lust zu. Aber noch habe ich sie machen lassen. Ja, links sieht es gut aus zu dem Zeitpunkt. Die fressen da gerade auch wieder. Geguckt, dass sie wirklich den ganzen Tag über immer so ein bisschen was im Bauch haben. Man sieht das aber bei den Kleinen super. Gerade mit den Artemia gibt es immer schön orangene Bäuche, wenn die satt sind. Und das war mein Plan. Immer so ein bisschen in kleinen Mengen. Ich habe auch irgendwann, ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich nicht, ja, auf dem Video festgehalten, weil es einfach schwer zu filmen ist, auch angefangen mit ganz, ganz fein geriebenem, ja, Flockenfutter, einfach damit die Kleinen sich an diesen Geschmack oder Geruch im Wasser gewöhnen, damit die da später auch gut dran gehen. Hier sieht man nochmal gut die orangen Bäuche von den Artemia. Habe ich immer wieder richtig Spaß an solchen Bildern. Die Eltern sehen toll aus und die Kleinen in der großen Menge. Das geht mir das Herz auf, macht immer Spaß. Bisschen schwierig zu filmen hier die Kamera, die weiß nicht so recht, was sie scharf stellen soll, aber man sieht immer wieder ein paar Tiere scharf im Bild. Ja, man kann sagen, das Zuchtprojekt lief bis zu dem Zeitpunkt, zumindest links, genau nach Plan. Ich war sehr zufrieden. Mittlerweile Tag 18 des gesamten Projekts und Tag 8 der Aufzucht links. Wieder ein bisschen Größenzuwachs. Alles gut auf der linken Seite. Ja, und rechts tatsächlich nochmal ein Gelege. Hinten auf dem Stein steht jetzt das Weibchen über dem Gelege. Also man hat sich nochmal irgendwie zusammengerauft. Hier sieht man es, die Kamera macht es nicht scharf, aber das ist halt das Gelege. Wie gesagt, wenn die jetzt schlüpfen, dann sind die vom Größenunterschied natürlich schon ein ordentliches Stück hinter den Tieren von links hinterher. Aber wenn ich später die Aufzucht gemacht hätte, wären die noch nah beieinander gewesen. Also sprich, ob da jetzt ein Fisch einen Zentimeter hat oder 8 mm, das ist kein Problem. Ja, Tag 9. Links, es läuft, es wird gefressen. Sieht alles gut aus. Die Artemia-Zuchtstation lief auf Hochtouren zu der Zeit. Immer im Wechsel mit zwei so Behältern, dass immer frische da sind. Mittlerweile waren sie auch so groß, dass sie nicht super frisch geschlüpft sein müssen, sondern auch mal ein Tag alte Artemien gehen noch gut. Nichtsdestotrotz liefen immer zwei Behälter. Parallel. So und links, die Eier sind weg, was aber in diesem Fall nichts Schlechtes bedeutet, sondern Schmetterlingsmundbarsche kramen schon mal gerne den Nachwuchs von links nach rechts, wenn sie geschlüpft sind. In diesem Falle hinten rechts in die Ecke an den Fuß von dem HMF-Filter. Ja, da stößt dann die Handykamera auch an ihre Grenzen. Und dieses hellbraune auf dem Schwarz, das ist der Nachwuchs, der da liegt.
Das Männchen passt auf, das Weibchen schwimmt hier irgendwie rum. Also ich kann gar nicht genau sagen, woran es lag, aber irgendwie rechts hatte ich immer das Gefühl, so richtig rund läuft das da nicht. Warum auch immer. So, Tag 10 der Aufzucht. Links, oh, sieht richtig schön aus, wenn die da so im Schwarm beisammen schwimmen. Wieder dicke Bäuche. Rechts immer schwer einzuschätzen, was da jetzt los ist. Aber die Kleinen sind noch da, liegen hier noch in der Ecke auf dem Boden. Das kann doch was werden. Ja, ist fast schon langweilig, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es einfach toll ist, die Kleinen zu sehen. Aber das wird wohl jedes Mal wieder daran liegen, dass die Eltern einfach nur sich selber haben, um sich gegenseitig auf den Keks zu gehen. Das sieht man hier. Kein Fremdfisch, den man mal verjagen kann. Das ist natürlich gut, wenn man ja möchte, dass viele Kleine durchkommen. Aber das ist wahrscheinlich für das Untereinander der Tiere nicht ideal. Und dann sieht man hier auch, irgendwann hatte ich zu viel Unfrieden da bei den Eltern. Da habe ich beschlossen, in dem Fall das Weibchen rauszuholen. Das kann man machen, das ist kein Problem. Das habe ich auch schon bei Diskusaufzuchten gemacht, wenn man gemerkt hat, dass die Eltern einfach gestresst waren. Dann kann man einfach ein Tier rausnehmen. Meistens kann man so ein bisschen sehen, wer besser pflegt oder nicht. In diesem Fall hatte ich das Gefühl, dass das Männchen besser pflegt. Woran auch immer das jetzt liegen mag, gibt ja so die Theorie, dass Tiere aus künstlichen Aufzuchten die Brutpflege nicht so richtig drauf haben. Ich würde eher denken, dass es schon in den Genen steckt, aber vielleicht eine gewisse, ja, in Anführungsstrichen, Erfahrung schadet ja nicht, wenn man als Jungtier das komplett mitgemacht hat. So, hier wird es langsam dunkel abends. Das erkennt man nicht ganz so, glaube ich, auf der Kamera, aber es ist ein Tick dunkler. Immer schön zu beobachten. Die sammeln sich, wenn es dunkel wird. Ja, und wieder weiter. Die Aufzucht läuft wunderbar. Das Männchen ist jetzt deutlich entspannter, schwimmt da rum. Ja, wie soll man sagen, ob er aufpasst oder nicht? Ich denke, er hätte schon noch was verteidigt, aber es war halt nichts zu verteidigen. Er war einfach mit im Becken. Ich habe ihn so lange wie möglich bei dabei gelassen. Eben genau aus dem Grund, was ich gerade gesagt habe, diese Aufzucht. Ob das jetzt hilft oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber da sind die Kleinen von klein auf. Lernen die das, wie es ist, wenn Eltern auf sie aufpassen und sie nicht, wie bei vielen Züchtern leider üblich, nach dem Schlupf direkt in irgendein Pöttchen gesetzt werden und da großgezogen werden, ohne dass die ihre Eltern wirklich zu Gesicht bekommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das hilft, aber auf jeden Fall schadet so eine natürliche Aufzucht mit Sicherheit nicht. Und da es mir auch nicht auf 10 Tiere mehr oder weniger ankommt, sondern einfach um den Spaß an der Sache, habe ich das so gemacht. Das Männchen ist so lang wie möglich bei den Kleinen. Ist da glücklich und zufrieden. Ja, und auch rechts haben wir wieder Freischwimmer. Hat auch wieder geklappt.
Also man sieht schon deutlich den Größenunterschied hier von rechts nach links. Das hier sind noch wirklich winzig kleine Fischlein. Und links deutlich größer. Aber noch waren die nah beieinander. Also ich habe noch gehofft, dass ich die zusammen aufziehen kann. Wieder ein bisschen weiter links. Langsam werden es richtige Fischlein. Nicht mehr so Larven mit einem orangen Bauch, sondern schon, dass man, wenn man genau hinguckt, sieht, was es wird. Rechts sind es halt einfach noch kleine, ja, freischwimmende Larven oder Minifische. Also da könnte man definitiv noch nicht genau sagen, was es wird. Aber hier sieht es soweit gut aus. Auch schwierig zu sagen, wie viele das sind. Es wirkt ein bisschen weniger als links. Aber ich finde es sowieso immer faszinierend. Am Anfang hat man so eine Jungfischwolke. Denkt sich, ja, ganz nett, aber auch nicht so viele. Und irgendwann später, wenn man sie im Aufzuchtbecken hat und man ein Foto macht und versucht zu zählen, das sind so unfassbar viele. Also hier links kann ich jetzt schon sagen, ich habe ja später auch, als sie größer waren, irgendwann angefangen, die zu verkaufen. Sind also weit über 100. Ja, links alles gut. So, und wie man hier sieht, viel weniger als noch am Vortag. Also anscheinend hatte das Paar rechts das nicht so drauf wie links. Das ist einfach so. Man kann das halt auch nicht alles auf Bestellung machen. Klar, ich hätte die Eltern direkt am Tag vorher nach dem Freischwimmen, als ich gesehen habe, okay, die Kleinen sind da, die schwimmen fröhlich rum, hätte ich die Eltern rausnehmen können. Hätte vielleicht was gebracht, hätte ich mehr Kleine gehabt, aber wie gesagt, ich will da ja auch irgendwie eine natürliche Aufzucht haben. Und habe den Eltern die Chance gegeben. Ja, rechts mit dem Ergebnis, dass das nicht mehr viel ist. Ja, da aber links ja alles super gelaufen ist bis dato und da absolut genug sind und man ja auch gucken muss, ja, was mache ich mit den ganzen Kleinen später? War ich jetzt auch nicht absolut drauf hinaus, zwei große Bruten hier groß zu ziehen. Der Plan mit den zwei Pärchen ist ja sowieso am Anfang spontan entstanden, weil ich nur ein Pärchen zukaufen konnte. Ja. Und hier sieht man wieder mal ein Elterntier im Eimer. Ist natürlich nicht begeistert. Ich habe ihn da kurz reingesetzt, damit ich ihn zum großen Becken rüberbringen kann. Ich habe ihn nochmal gefilmt, einfach um das so zeitlich festzuhalten für mich. Ja, und links waren die Kleinen mittlerweile so groß, dass ich mir da keinen Kopf mehr rumgemacht habe, dass jetzt die Eltern fehlen. Rechts so gut wie gar keine Kleinen mehr. Ja, ab und zu sieht man noch mal einen da rumdüsen. Ja, und dann habe ich unter anderem auch, weil diese Matte natürlich zwischen den zwei Kammern, da fließt die ganze Zeit das Wasser durch, aber auch der Dreck, die ganzen kleinen Artemien, die da hängen bleiben und dann da wahrscheinlich auch verrotten, weil sie nicht gefressen werden können. Irgendwann wird das eine Dreckschleuder. Und die Kleinen brauchen bei der Aufzucht gutes, frisches, sauberes Wasser. Und die werden jetzt langsam größer. Es wird immer mehr Futter. Und deswegen habe ich die Matte da rausgeholt. Deswegen sieht es da etwas dreckig aus, aber man sieht halt das gesamte Becken jetzt. So, jetzt das Wasser auch wieder klarer. Die Kleinen sind im gesamten Becken verteilt. Ich habe so ein bisschen Material drin gelassen. Jetzt auch nicht so viel, also ich kann da gut sauber machen.
Wie gesagt, 100% sauber will ich nicht, weil ich denke, die werden zwischendurch auch immer mal wieder an dem Aufwuchs knabbern und fressen. Ja, was hier genau los ist, weiß ich auch nicht. Das habe ich eine Zeit lang immer wieder festgestellt, dass ein paar von den Kleinen irgendwie immer in der Ecke. Das ist auch an einem, ja, an einer gewissen Stelle dürfte da auch ordentlich Strömung sein. Ich weiß es nicht. Oder genau eine Strömungsloch. Haben sie sich da immer gesammelt, rumgeschwommen wie bekloppt und irgendwann wieder ganz normal im Becken verteilt. So, jetzt gut 3 Wochen der Aufzucht von den Kleinen hier. Sieht man wieder die Artemia rumhopsen. Und jetzt sieht man auch langsam, die Form der Fische geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sich vorstellen kann, was es wird. Zumindest wenn man es ungefähr weiß. Das eine oder andere kann man ausschließen. Naja, und da man halt weiß, es sind Schmetterlingsbuntbarsche, kann man sich schon einreden, dass so langsam diese Körperform kommt. Es sind wirklich kleine Fischlein. Ja, und jetzt kommen natürlich größere Zeitsprünge. Das ist jetzt auch nicht spannend, jeden Tag zu gucken. Ich habe immer diese Tage mit eingeblendet, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Ja, und hier sieht man jetzt wirklich, was es wird. Ja, die Form der Schmetterlingsbuntbarsch ist typisch, dieser schwarze Streifen über den Augen. Also man kann gut sehen, was draus wird. Das war auch wirklich ab dem Punkt eigentlich keine Hexerei mehr. Man muss halt für sauberes Wasser sorgen, hier den Dreck regelmäßig absaugen. Wenn man sieht, habe ich auch einiges noch an Material mit rausgenommen. Je weniger Krempel im Becken liegt, ja, desto besser kann man das sauber halten. Ich höre zwar immer wieder oder lese vor allem von so ein paar Möchtegern-Experten im Internet, die sagen, hey, das ist eine natürliche Aufzucht, wenn die Tiere in einem eingerichteten Becken groß werden. Meistens mit der Begründung, dass ja leere Becken mit reinem Glasboden in der Natur nicht vorkommen. Ja, das ist natürlich richtig. Vieles, auch Artemia, die wir hier gerade füttern, kommen im Amazonas und dem Gebiet nicht vor. Aber wir sind ja auch im Aquarium und nicht in der Natur. Und den größten Vorteil, den die Natur hat, das ist einfach perfektes Wasser. Sauberes Wasser, das fließt nach. Da muss man nicht Wasser wechseln. Und natürlich sind da Äste und Dreck. Und wenn man Videos guckt, klar schwimmt da viel Mist rum, aber es kommt immer frisches Wasser. So, und das kann ich am besten in einem Aquarium, ja, reproduzieren, indem ich das Wasser sauber halte. Und das kann ich nun mal am besten in einem Becken ohne viel Einrichtung. Ich habe ja hier, wie gesagt, den Sand und auch ein bisschen Deko drin gelassen. Ich habe es nicht übertrieben, aber trotzdem, es ist einfach kein richtig eingerichtetes Becken für die Aufzucht sinnvoll. Ja, mit Sicherheit wären die auch vielleicht sogar noch besser gewachsen, wenn ich wirklich das Becken komplett leer gehabt hätte, wie bei der Diskusaufzucht meistens üblich, und jeden Tag geputzt, gemacht, getan hätte. Und wirklich super penibel auf die Wasserhygiene geachtet hätte. Hier bei den Schmetterlingsbuntbarschen hat das so sehr gut funktioniert. Bei Diskus würde ich das Becken definitiv sauber halten. Da können mir alle erzählen, was sie wollen. Das Wasser ist das Wichtigste. Und den Fischen ist erstmal das Wasser wichtig und nicht irgendwelche Pflanzen und Äste und Blätter. Solange das Wasser stimmt, sind die glücklich, zufrieden und wachsen. So, und wo wir beim Thema Wasser sind, das Becken, wo wir die Zucht gemacht haben, steht relativ weit unten. Und da ist ein Wasserwechsel insofern nervig, dass der Höhenunterschied natürlich nicht so gut ist. Das Wasser läuft nicht schnell ab. Und dementsprechend habe ich die Kleinen hier nach oben gesetzt in ein Zuchtbecken für Diskus. Und da sieht man schon, na, hier Wasserwechsel. Das steht neben dem Waschbecken. Ich kann also relativ gut das Wasser schnell ablaufen lassen und relativ schnell auch wieder auffüllen, ohne Hantier. Und ja, daher sind die Kleinen jetzt in das Becken umgezogen.
Einfach damit ich für sauberes, gutes Wasser sorgen kann. Wenn die Diskos gucken, was ist hier los? Die hätten auch gern sauberes Wasser. Haben sie. Ja, das ist einfach das Wichtigste bei den Tieren. Frisches, sauberes Wasser. In der Aufzucht halt zusätzlich regelmäßig gutes Futter. Und wie man sieht, dann wird auch was draus. Also ich bin jetzt und auch zu dem Zeitpunkt war ich super zufrieden. Tag 79. Die Kleinen haben viel gefressen. Immer wieder Wasserwechsel gemacht. Zu dem Zeitpunkt wirklich fast jeden, spätestens jeden zweiten Tag. Ja, 80, 90% Wasser raus. Becken so gut es geht sauber gehalten. Und frisches Wasser wieder rein. Hier sieht man das jetzt auch mal. Teilweise habe ich auch wirklich fast alles rausgemacht. Da sind die kurzfristig, wie man hier sieht, am Rumdüsen nicht schwer begeistert von, das ist klar. Das kommt auch ein bisschen darauf an, dass reine Wasser ablassen geht. Aber wenn ich dann noch rumwische, dann sind die schon mal kurz panisch. Aber wie man sieht hier danach, kommt neues Wasser, stehen die schon wieder wie eine Eins. Und das ist das Wichtigste. Die brauchen sauberes, frisches Wasser. Und das ging halt einfach an diesem Becken direkt neben dem Waschbecken. Perfekt. Deswegen steht auch dieser Diskuswürfel da. Habe ich hier öfter mal gefilmt. Wasser raus, Wasser rein. Verursacht natürlich auch Kosten bei den heutigen Energiepreisen. Hier in Monschau ist die Abwassergebühr auch nicht unerheblich. Die ist deutlich teurer als das Wasser an sich. Aber das ist es mir halt wert. Die Tiere sollen vernünftig wachsen und das tun sie nicht. Wenn ich da einmal die Woche irgendwie so ein Viertel Wasser wechsle, da kann ich das auch sein lassen. Die sollen vernünftig wachsen. Dafür brauchen sie gutes Futter, gutes Wasser. Und um das in Einklang zu bringen, Wasser wechseln, Wasser wechseln, Wasser wechseln. Gerade auch bei so einem dichten Besatz. Das sind ja nun echt viele. Und ja, man sieht es hier, noch während das Wasser einläuft, betteln die schon wieder um Futter. Denen geht's super. Und ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man das mal macht. Stellt euch das Becken irgendwie so, dass ihr gut Wasser wechseln könnt. Das Becken gut sauber halten könnt. So, hier sieht man, auch Trockenfutter geht super. Gehen die drauf ab wie Schmitz' Katze. Die von klein auf an alle Geschmacksrichtungen, sage ich mal, gewöhnt. Dann hat man es einfach an der Aufzucht, weil man ja auch nicht dauernd mit Lebendfutter und Frostfutter hantieren will. Und wenn die von klein auf an das Trockenfutter gewöhnt sind, läuft das. Ja. Fast 100 Tage jetzt rum, das ganze Projekt. Ja, angefangen hatte das Ganze Ende November. Also Tag 1 der Aufzucht war der 29.11. letzten Jahres. Und ja, aktuell sind wir, glaube ich, mit dem Video Ende März. Also Dezember, Januar, Februar, März. 4 Monate alt, die Kleinen. Ich weiß nicht genau wann, aber ich denke, zu der Zeit habe ich schon angefangen, Tiere abzugeben. Ich habe die bei eBay Kleinanzeigen inseriert. Haben sich immer wieder nette Leute gemeldet. Manchmal auch welche, denen ich leider sagen musste, dass Schmetterlingsmundbarsche nicht in ihr Becken gehören. Immer wieder neue nette Leute kennengelernt. Wer das hier sieht von denen, schöne Grüße. Es haben sich auch tatsächlich welche aufgrund der Videos hier bei YouTube gemeldet. Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also da kam nicht der Kontakt über Kleinanzeigen, sondern per Mail. Und auch da haben einige der Nachzuchttiere den Besitzer gewechselt.
Ach, hier sieht man noch, dass ich auch regelmäßig mal mehr, mal weniger hier so Humin ins Becken gegeben habe. Das ist auch immer wichtig. Gerade wenn man so viel frisches Leitungswasser da reinkippt, wo ja nun in der Richtung nichts da ist. Immer wieder was zugegeben. Ansonsten, wie gesagt, nur unser reines Leitungswasser. Da unten liegt noch so ein Mineralienstein. Der ist, glaube ich, eigentlich eher so für Pflanzenbecken gedacht, damit da so ein bisschen Mineralien im Wasser sind. Aber das schadet mit Sicherheit auch nicht. Damit die Tiere gesund, kräftig wachsen. Das hat absolut super geklappt. Jetzt hier nach 96 Tagen der Aufzucht richtig schöne Tiere. Bin top zufrieden. Hier gibt es gerade, boah, Himmel, es mag sein. Ich glaube, das waren gefriergetrocknete Tubifex. Die weiche ich immer vorher in Fischvitaminen auf, damit dieses trockene Zeug noch ein bisschen was mehr ja, an gesunden Stoffen bringt. Auch da gehen sie gerne dran. So, das sieht doch irgendwie lustig aus. 110 Tage das Projekt, 100 Tage die Aufzucht. Ja, warum auch immer ich hier nochmal. Ach so, ja. Es kamen auch immer wieder Anfragen, dass man Paare haben möchte, die sich im Becken gefunden haben. Ich glaube zwar, dass wenn man ein paar Tiere zusammensetzt, die sich da schon zurechtfinden. Die sind da nicht so wählerisch wie manche andere Tiere, wie andere Buntbarsche. Nichtsdestotrotz hatte ich hier unten immer das Becken wieder frei und habe, ich glaube am Anfang 20, 25 Tiere da einfach mal runtergesetzt, weil man hier halt besser die Paarbindung sehen kann und die auch entsprechend besser rausfangen kann. In dem Aufzuchtbecken oben rechts geht das einfach nicht. Selbst wenn ich sehe, dass die da irgendwo eine Ecke laichen, was auch tatsächlich gemacht haben, bei der Menge Fisch kriege ich die so gut wie nicht gezielt rausgefischt. Das ging hier unten besser. Deswegen habe ich hier noch so ein Becken. Da sind noch ein paar von den L333 drin. Das ist quasi so ein Verkaufsbecken auch, weil die L333 sich im großen Diskusbecken so gut vermehrt haben, dass ich immer mal wieder welche, wenn ich sie kriege, da rausfische und hier reinsetze, wo ich sie dann spontan, wenn jemand Interesse hat, abgeben kann. Deswegen, die sind auch immer regelmäßig bei eBay Kleinanzeigen drin. Ja, und hier sieht man, was ich gerade gesagt habe. Es wird jetzt überall geleicht. Die Tiere sind selber schon alt genug. Und natürlich wird da hier nichts draus. Sobald die anderen mitbekommen haben, dass da Eier liegen, können sich die Eltern noch so wehren. Aber wenn dann da 70, 80 Geschwister ankommen und die Eier fressen wollen, ja, dann machen die nichts. Ist aber auch nicht so schlimm. Die sollen ja wachsen noch und nicht jetzt all ihre Energie nur noch ins Laichen stecken. Das ist fürs Wachstum an sich nicht förderlich. So, ja, das war's zum Thema Zucht der Schmetterlingsbuntbarsche. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen noch ein paar hilfreiche Tipps geben oder einfach nur leichte Unterhaltung mit Fischen, je nachdem, wie ihr da Spaß dran habt. Aktuell seht ihr die Tiere hier. Wir haben jetzt Mitte, Ende Mai, das heißt, sie sind fast ein halbes Jahr alt. Ich habe auch eben mal ein Männchen gemessen. Die haben aktuell ziemlich genau 6 cm. Also ich bin ganz zufrieden mit dem Wachstum. Form ist klasse, Farbe klasse. Ich bin rundum zufrieden. Wenn ihr noch Interesse an den Tieren habt, könnt ihr mal bei Kleinanzeigen im Internet nachgucken oder euch sonst auf diversen Kanälen hier melden, per E-Mail, über die Internetseite oder ich glaube, bei YouTube ist ja auch eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Und dann kriegen wir das schon hin. Würde mich freuen. Ansonsten gerne mal einen Daumen hoch oder noch ein Abo dalassen. Ansonsten sehe ich anhand der Klickzahlen schon, dass es ein gewisses Interesse gibt. Ja, und dann ansonsten bis vielleicht zum nächsten Video. Danke, dass ihr dabei wart. Tschö.